So, herzlich willkommen zurück zum freundlichen Let's Die Today. Ich weiß, dass ich verhungere. Ja, jetzt lass mich bauen. Natürlich nur Steine. Hätte mich auch gewundert, wenn das was zu essen drin gewesen wäre. Den Baumstamm, der kriegen wir auch nie im Leben abgebaut. Das dauert definitiv viel zu lange. Von daher. Ja, dann mal gucken, wie lange wir hier noch durchhalten. Wow. Oh, mag das lange Folge, ey. Uiuiui. Der baut halt die Ausdauer gar nicht mehr auf, so. Hä? Aber wir haben noch was zu essen. Was mache ich ja eigentlich gerade? Benutzen. Oh. Es hört halt nicht auf. Wie viel Dauer Ausdauer braucht Potter für einen Starten, sprich, Stich? Ist doch nicht wahr. Oh mein Gott, kann ich nur um Jahre handeln. Oh mein Gott. Ja, geil. Das ist ja richtig spannend hier. Jetzt ist er doch wieder hier. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Natürlich kommt jetzt ein Zombie. Ja, ich kann ihn nochmal angreifen. Oh, wow. Das war ja mal interessant. Mit einem normalen Angriff beim ersten Treffer direkt Kopf ab. Lol. Oh, diese Ausdauer. Aber geh doch mal rein, Junge. Okay, dann halt nicht.
Oh, du Sonne. Ich kann nicht mehr links schlagen. Ja, komm, Alter. Ich kann nicht mehr links schlagen. Ich kann halt gar nichts mehr. Schlag doch mal zu. Oh, das ist mehr. Los, fall in die Grube. Ich hätte in die Grube. Fick die Henne. Und zwar im Dreivierteltakt. Gut, scheiß auf Mission. Wir müssen erstmal hier Lebensmittel holen. Ich weiß zwar nicht, wo wir welche herbekommen sollen. Gibt es irgendwelche Läden oder sowas? Hier gibt es keine Läden. Das ist nicht mal eine Großstadt. Hier gibt es halt gar nichts. Hier gibt es keine Lebensmittel whatsoever. Weg. Meine Güte. Kommt man hier rein? Nö, kommt man nicht. Er kommt halt raus. Natürlich daneben. Leute, was zu essen. Was daran so schwer zu verstehen. So. Läuft gut. Was macht der denn da? Guck mal, was du hier gemacht hast. So, wie kommen wir bei dem Trailer rein? Einfach durch die Vordertür. Ein Kochtopf haben wir bekommen, den wir eh nicht nutzen können, weil wir nichts zum Kochen haben. Obwohl, dafür können Eier ja kochen. Gut, mach du das mein Ding mal kaputt, das dauert mir zu lange. Ich such so lange schon mal was zu essen. Haha, hast du was gefunden? Ich rede mit dir. Alter, halt nicht. Unfreundliches Pack. Stiefel. Leute, essen. Was versteht ihr denn daran nicht? Ah. Da ist aber wieder. Ach, da war ich schon dran. So, da vorne ist noch, den haben wir noch nicht gemacht. Ah.
Klappe. Klappe, habe ich gesagt. Man steht. Kein Respekt mehr hier. Hallo? Wer kommt da? Welcher Ofen wird bitte schon mit Kohle betrieben? Warum ist in einem Ofen Kohle? Hamsterswitch kann man nicht essen. Das Ding vergiftet ein. Das ist bloß dazu da, um natürlich Antibiotika. Oh, wir haben endlich, jetzt haben wir Vitamine. Das ist doch nicht wahr. Nation. Beziehungsweise, warte mal kurz, ich mache erstmal hier gucken, was ich von dem ganzen Stuff wirklich brauche. Halt, ich wollte eigentlich. So, gucken wir mal. Also, das Ding hier bringt tatsächlich was. Dann scrappen wir das Ding mal. Hiervon haben wir jetzt zwei bekommen, ne? Genau, hier haben wir eine, da haben wir eine. Das heißt, wir können eigentlich auch hier ein. Den können wir direkt scrappen. Das Ding können wir so, sofort weg damit. Die Quarantäne weiß ich nicht. Hier haben wir noch ein bisschen was zum Essen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht, auch wenn das Durst macht. Aber wir haben zumindest hier auch ein bisschen Wasser. Und eben trinken haben wir, glaube ich. Was wir halt nur nicht haben, ist halt Essen so. Du kannst weg. Du wirst gescrapped. Like a fucking ninja. Du kannst weg. Angelblei. So. So, ab den nächsten Trailer. Oh, okay, bei dem geht's von der anderen Seite rein. Oh, guck mal, das ist ein Grill. Oh, ja, das ist doch gut. Ach, das mache ich, wenn ich die Tür... What? Ja, Physik läuft und so. Ah, mal ein bisschen Wasser. Oh, Blaubeeren. Wobei Blaubeeren bringen halt auch nichts, ne? Eine Blaubeere bringt nur für so einen Punkt oder so, also ist halt gar nichts. Oh, Kaffee, immerhin. Oh mein Gott. Um Teufels Willen nichts zu fordern. Deutlich traurig, du. So, bei dem geht's von hier rein. Läuft. All möglicher Scheiß. Ist doch nicht euer Ernst hier. So, krieg ich bei dir wenigstens was. Bloß Gammelfleisch natürlich. Der Typ, der hämmert da rum wie so ein Bekloppter. Und Knochen bringt jetzt auch nicht so viel.
Soll ich gerade sagen, schön großer Trailer, aber überall nur leeres Glas drin. Sehr geil. Okay, so weiter. Ne. Oh, eine Drahtmod. Das ist actually gar nicht mal so schlecht. Die können wir direkt da drauf packen. Aber ein bisschen extra Damage. Ich weiß, man kann nicht alle Mods überall drauf packen, aber manche Sachen gehen halt immer. So, jetzt müssen wir nur völlig überfüllt zu unserem Haus zurückkommen. Und wir haben halt immer noch nichts zum Essen bekommen. Das heißt, die gesamte Aktion war schon wieder völlig umsonst. Wir haben nur wieder Sättigung verloren. Ist das Kotzen? Ist das zum Kotzen? Mann, oh Mann, oh Mann. Ich weiß nicht, wie wir so über die Runden kommen sollen. Das ist mir echt ein Rätsel. Wie kann es denn hier überhaupt nichts zum Essen geben, so? Gut, jetzt mache ich mal hier die Tür vorne. Okay, vielleicht sollte ich doch erstmal Sachen ablegen. Die geht vielleicht meine Ausdauer auch schneller hoch. Siehst du, das wollen wir auch machen. Eben, die Sachen wollten wir auch noch machen. Eigentlich müsste ich doch erstmal unseren Stuff holen. So, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben mittlerweile 15 Nägel. Da können wir uns doch mal eine richtige Kiste bauen, oder? Beschreibbar. Brauchen wir zwar erstmal nicht beschreibbar, aber hey, was wir haben, haben wir. So, jetzt gucke ich mal hier kurz rein. Immerhin eine Dose Ravioli. So, warte mal kurz. Erstmal kommst du nach unten. Und du kommst noch da. So. Packen wir da mal alles rein, was wir öfters mal brauchen. Zum Beispiel dich, dich und dich und dich und dich. So. Haben wir schon eine Axt? Ne, die haben wir noch gar nicht. Schade eigentlich. Gut, das heißt, jetzt nochmal kurz gucken hier. Die Schippe. Erstmal reparieren. Kann ich nicht, weil ich habe keine Steine mitgenommen. Was sind meine Steine? Ach da. So, erstmal reparieren, dann verändern. Und jetzt packen wir dich rein. So, hatte ich schon mal ein bisschen mehr Power. Was das bringt, ich habe keine Ahnung. Haben wir eigentlich noch so eine Beschwerer-Mod? Wir hatten noch irgendwie... Quatsch, wir haben eine Axt-Mod. Keine Beschwerer-Mod haben wir noch nicht. Hol ich schon unser Backpack? Der ist halt super weit weg, ne? War irgendwas Sinnvolles drinne? Wahrscheinlich. Ich hab keinen Bock. Ich hab sowas von keine Lust.
ist auch schon in 2 Stunden Feierabend, ne? Wir können also auch nichts mehr machen, so. Wir können halt gar nichts machen. Unsere ganzen Steine, die wir gesammelt haben, sind alle dort auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall wiederholen. Und auf der anderen Seite heißt das, wir können in dieser Nacht nichts machen, weil wir halt, ja, nichts haben. Ich meine, gut, wir können also 20 Rahmenformen können wir machen aus Stein. Mein Gott. Nein. Ich kann mal ein paar machen. Ich mache mir erstmal nur 15. So. Wie gesagt, viel mehr können wir halt auch nicht machen. So. Was ich auf jeden Fall erstmal abbaue, ist das Ding hier. Das Ding müssen wir auch reparieren. Beziehungsweise, wir haben jetzt einen Schraubenschlüssel, ne? Das heißt, wir können jetzt erstmal. Alter, ich sehe hier gar nichts. Was mache ich denn hier? Oh, ich staub aus. So. So, du bist da. Da kommt denn das Werkzeug hin. Der Bogen kann erstmal weg. Du kommst dann nach da, du nach da. Die können da oben bleiben, brauchen wir eigentlich gar nicht. Das Messer kommt nach dort, du kannst oben bleiben. Und du kommst nach dort. So. So. Feiern mit dir. Hat sich ja ausgeleuchtet. Haben wir hier irgendwas? Wir hatten doch. Warte mal kurz. Kann man damit Sachen schneller abbauen? Nee, ne? Blockschaden und 30 mit Äxten Spitzhacken. Oh, okay, doch. Oh. Jetzt können wir gleich auch gleich die Hauptader mitmachen. Dann haben wir hier auch schon mal ein bisschen mehr Sachen, die wir rausbekommen. Vielleicht sollten wir Kaffee trinken. Kaffee bringt ja auch ein bisschen Ausdauer, ne? Ja, das geht schon schneller, aber ja, oh ja, doch, geht schon schneller. Kann man schon machen. Ist doch gleich durch. Ist bloß noch ein Viertel oder so. Ja, die würde ich die Tür da auch weg haben und dann richtige Blöcke hinbauen, aber die hat halt 7000 Punkte. Die kann das erstmal bleiben. So. Hätten wir das. So. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das nicht so rum machen. Weil so bekommen wir nämlich zwei hin. Ansonsten müsste ich nämlich das Ding da abbauen. Damit wir hier zwei Türen hinbekommen. Weißt du was? Das machen wir mal. Es war nicht die schlauste Idee, aber die aktuell am besten zu realisierende Idee. So. Und jetzt müssen wir beide Dinger upgraden. Vielleicht haben wir eigentlich noch genug. Achso, okay. Weiter können wir sie eh nicht upgraden. Gut, dann passt das doch schon mal. Und jetzt gucken wir mal hier wegen Löcher in der
Fassade, wobei ich nicht weiß, ob sich das wirklich lohnt. Klar, das Ding braucht natürlich 200. Ding wird immer kleiner, Alter, mit der UFO. Lol. So ungefähr, aber ich glaube, das lohnt sich fast gar nicht. Das machen wir lieber on the fly, während die es kaputt machen. Aber ich guck mal hier wegen Blöcke, die bereits komplett rausgeschlagen sind. Die waren in der letzten Nacht doch sehr aktiv. So, hier müsste auf jeden Fall mindestens ein Loch sein. Genau. Gut. Jetzt kommt wieder so ein Feature, wenn du auf dem vorhandenen Block, also so wie hier die Steinmauer, die R-Taste gedrückt hältst, dann gibt es nämlich dieses Copy-Shape und damit kannst du die Form kopieren. Tada! Jetzt hast du die gleiche Form wie der andere Block. Sehr geil, oder? Das ist das einzige Loch, was sie geschlagen haben? Mehr nicht? Bin begeistert. So. Das heißt, hier dürfte jetzt über Nacht halt niemand mehr reinkommen. So zumindest die Theorie. Ha? Ob das in der Praxis auch funktioniert, hoffe ich mal. Ja. Wenn nicht, sind wir ein bisschen angearscht. Und natürlich hilft das nicht gegen alles. Erstens weiß ich nicht, wie die sich diese Lücke bemerkbar macht. Deswegen wäre es natürlich eigentlich besser, das Ding hier abzubauen. Aber wie gesagt, das Ding braucht halt 7000 Punkte. Das ist also... Ja, nee, ist klar. Ja. Jetzt müssen wir nur noch ganz leise bleiben. Denn es ist gleich 22 Uhr. Das heißt, die nächste Folge wird sehr spannend. Und da ist auch schon die Nacht. Und das Schöne ist, ich habe sogar noch ein bisschen Eisen dabei für den Fall, also falls sie hier halt wirklich das Ding angreifen, kann ich das halt auch noch on the fly reparieren. Das ist auch noch so ein kleiner Vorteil. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich die Tür bemerkbar macht. Das ist ein unbekannter Faktor. Wobei, weißt du was? Ich kann doch actually eigentlich noch so ein Ding fertigen. Und dann einfach dorthin setzen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen total OP. Sorgt aber zumindest dafür, dass sie dort nicht reinglitschen können. So. Allerdings würde ich die beiden auch noch abbauen. Ich meine, bei den beiden würde es gehen. Aber wenn ich die beiden abbaue, fällt das Ding auf jeden Fall runter. Und dann sieht es hier oben echt scheiße aus. Von daher weiß ich nicht, ob ich das möchte. So. Na? Wer will mich ficken? Die Frage ist, mit was kann ich täglich reparieren? Die kann ich normal mit Stein. Ja, genau, okay. Die kann ich also auf jeden Fall reparieren. Von dem kleinen Stein habe ich ein bisschen was dabei, genau. Das passt also zumindest zum... Das heißt, in dieser Nacht bin ich zumindest gewappnet und werde hoffentlich nicht sterben. Diese Tür hier. Auch wenn ich natürlich wieder nicht wirklich was machen kann. Weil wir trotzdem leise sein müssen, sonst rennen sie uns hier unnötig die Wände ein. Leise sein, hab ich gesagt. Oh. Bunkerknacker-Mod. Mehr Schaden gegen Stein. Achso. Ah.
Ich hatte immer noch gehofft, dass ich hier so ein kleines Geheimversteck finde. Aber normalerweise haben die Dinger immer so geheimnisvolle Geheimetagen. Aber der Dachboden ist halt ultra langweilig. Oh, guck mal, da ist unser Backpack. Aber das mache ich erst wieder, wenn es hell wird. Ah, aber hier scheint es überhaupt keine geheimen Sonderräume zu geben oder so. Das ist tatsächlich alles ein bisschen... Kann ich da actually hoch? Verdammt. So. Oh ne, klappt nicht. Geh doch. Aber ich kann von hier aus nicht angreifen, ne? Ne. Er ist leider zu weit weg. Verdammt. Jetzt helfe ich euch hier. Jetzt helfe ich da auch noch beim kaputt machen. Komm mal mit dir. So. Was ist das gerade? Lol. Wer weiß das schon. Ja, haben wir schon wieder ein bisschen kaputt gemacht. Guckt euch das an, die machen ja alles kaputt. So eine Kaputtmacher. Oh, hier ist ein Hühnchen drin. Ein richtiges Fleisch, geil. Ja, ich muss mal gucken, ob wir uns vielleicht irgendwie so ein bisschen Lagerfeuer oder was. Wo eben ein bisschen destilliertes Wasser und so haben wir ja. Das heißt, wir können uns tatsächlich irgendwie mal was Richtiges zwischen die Kiemen werfen. Ein paar Eier haben wir auch, glaube ich. Weiß ich gar nicht. Erstmal Lagerfeuer. Problem ist natürlich wieder, Lagerfeuer erzeugt wahrscheinlich wieder Lärm oder Hitze oder beides. I don't know. Wo packen wir das Ding hin? Am besten hier schön beim Bett hin. Dann kann uns die Restglut auch mal nachts ein bisschen wärmen. Also... Wenn es jetzt realistisch wäre, ne? So. Dann muss ich mal ganz kurz gucken. Warte mal kurz. Haben wir trübes Wasser? Wir haben 5-mal trübes Wasser. Wir haben noch einmal Wildbret. Davon ein bisschen was, aber ich nicht weiß, ob es das was bringen wird. Muss mal kurz gucken, was kann man daraus eigentlich. Also, halt und natürlich. Na gut, wir haben ein Ei gerade mal. Ach, Minächen. Aber, so, schwuppdiwupps. Gibt es keine Rezepte? Nani? Fleisch. Oder? Oh Gott, man braucht dafür auch Rezepte. Ja klar. Okay. Dann können wir die ganze Aktion komplett vergessen. Also ist auch wieder erklärt. Weg damit, weg damit. Ach, Emination. So.
kannst da rein, du da rein. Hatten wir hier nicht irgendwie eine Waffe gehabt? Oder hatten wir die nur bei ihm, bei dem Typen da gesehen gehabt? Scheinbar ja. Ne, wir haben hier gar nichts. Oh ja, gut. Ja, dann würde ich mal sagen, versuchen wir die nächste Folge die Nacht möglichst günstig zu überstehen. Film machen können wir ja nicht, aber hey, was soll's. Ja. Von daher. Mal gucken, wie wir mit der Nahrung über die Runden kommen. Ist wahrscheinlich doch eine Kackstadt. Wir sollten wahrscheinlich doch mal auf eine Suche nach einer anderen Stadt machen. Ich glaube, in der werden wir nicht lange glücklich werden. Bis dann.